Ich grüße Sie herzlich, liebe Zuschauer auf Art Dommage TV, und wir freuen uns immer, wenn Sie uns weiterhin treu sind und wieder bei uns sind. Und durch viele Anrufe und Rückmeldungen wissen wir, dass wir sehr schon wunderbare Zuschauer haben. Es sind vielleicht insgesamt nicht viel, aber es zählt ja vielleicht auch manchmal doch mehr die Qualität als die Quantität. Und es ist ja auch verständlich, denn unsere Themen ist tatsächlich nichts für Anfänger. Das würde manche Menschen einfach überfordern, oder auch, man muss einfach die richtigen Schritte hintereinander gehen in der Entwicklung. Und per Magnetismus, per morphogenetische Felder, wie Sheldrake sagte, zieht sich schon das Richtige an. Und da vertrauen wir uns weiter, selbst und auch Ihnen, liebe Zuschauer. Nun kommen wir zum 16. Vortrag dieser kosmogonischen Reihe von Rudolf Steiner. Und wie immer wird es sehr, sehr spannend, denn diesmal geht es um die 9 Schichten unserer Erde, und zwar nicht nur im Grobstofflichen. Wir haben uns ja die letzten Beiträge mit den biochemischen Zusammensetzungen in unseren Körperzellen beschäftigt. Und auch da, was unseren eigenen Körper, der Träger unseres Bewusstseins betrifft, müssen wir völlig umlernen und zellulär denken lernen. Denn wir müssen unsere Zellen dafür vorbereiten, höhere geistige Zusammenhänge aus dem großen Elterngedächtnis in und aufzunehmen. Und eine Fehlernährung, wie sie natürlich bei uns komplett üblich ist, also wir brauchen eigentlich nur das machen, was alle machen, dann haben wir schon das Falsche. Also müssen wir mit Bewusstsein daran gehen und auch umlernen, auch wenn es mit einigen schmerzhaften Episoden verbunden ist, bleibt uns nichts anderes übrig, als unsere alten Gewohnheiten abzulegen und neue aufzunehmen. Aber das ist ja nun gerade der Weg der Einweihung, auf den sich doch der eine oder andere schon befindet. So, nun gehen wir zu Rudolf Steiners sehr, sehr wunderbaren Vortrag über die 9 Schichten der Erde. In einer vorhergehenden Stunde sind wir in der menschlichen Evolution zurückgegangen bis zur Geschlechtertrennung, Sie erinnern sich. Dieser Punkt der Entwicklung ist das Ergebnis einer langen kosmischen Vorbereitung. Nach der Nacht, welche die alte Mondenentwicklung von der Erdenentwicklung schied, erschien die Erde zunächst gemischt aus den Kräften der heutigen Sonne und des heutigen Mondes. Also dazwischen lag ein Pralaya, wie man das in Sanskrit ja nennt. Das ist eine Weltennacht, so wie es bei uns Frühling, Herbst, Sommer, Winter. Und das hat aber irgendwann hat man auch die Nacht. Und die Nacht ist quasi das Ausschalten aller irdischen Kräfte, wo sich alles wieder zurückzieht bis zum Ursprung und aber dennoch aus der Essenz des Vorhergegangenen, wie in unserem einzelnen Erdenleben Folge ja auch, dann bricht wieder ein neues Zeitalter heraus.
Und es hat aber immer mit dem zu tun, was davor war. Es fängt nie ganz von vorne an. Es geht einfach unendlich weiter. Und nach dieser großen Weltennacht, haben wir jetzt eine ganz neue Situation. Und zwar die heutige Sonne und der heutige Mond, sie bildeten einen einzigen Körper, der sich aber dann doch nach und nach differenzierte und die drei Körper, die wir heute kennen, aus sich gebar. Die Trennung in die Geschlechter ist das Ergebnis der Teilung in die Monden und in die Erdenkräfte. Zum Beispiel die weiblichen Reproduktionskräfte sind unter dem Einfluss des Mondes geblieben. Der Mond bleibt gebunden an dasjenige, was auf der Erde bei Menschen und bei den Tieren das Fortpflanzungsleben regelt. So enthüllen uns die Kenntnisse, die uns der Okkultismus verschafft, welche Wirkenskräfte im Planetensystem im Spiele sind. Als die Sonne noch mit der Erde und mit dem Mond verbunden war, gab es weder Pflanzen noch Tiere noch Menschen im eigentlichen Sinn des Wortes. Einzig das Pflanzenreich existierte jedoch in einer ganz anderen Art als heute. Es hat eine besondere Beziehung zu den Sonnenkräften ja bewahrt. Entsprechend der Beziehung des Tieres zum Monde und des Menschen zur Erde. Solange die Sonne mit der Monderde verbunden war, richteten die Pflanzen ihre Blüten hin zum Mittelpunkt des Planeten. Schwer vorstellbar für uns heute. Als sie sich entfernte, orientierten sie sich nach ihr und richteten nun ihre Blüten zu ihr hin. Wir haben gesehen, dass die Pflanzen eine dem Menschen entgegengesetzte Haltung einnehmen, indem sie sich zwar wie er selbst vertikal aufrichten, aber in umgekehrter Richtung, während das Tier sich in der Mitte zwischen der Orientierung des Menschen und der Pflanzen befindet. Seine Wirbelsäule verläuft horizontal, also vom Tier. In dem Maß, als sich die drei Himmelskörper trennten, haben die drei Naturreiche auf der Erde die Verhaltensweise angenommen, die wir kennen. Das Pflanzenreich zur Zeit der Sonnentrennung, das Tierreich zur Zeit der Mondentrennung und in der ursprünglichen Zusammensetzung der Kräfte war im Keim ja schon alles enthalten, was nun in der Folgezeit in physischem Aspekt zutage trat. Man stelle sich eine Substanz vor, die bis zu einem hohen Hitzegrad gebracht und dann erkaltet ist. Man sieht dann, wie alle Elemente, die sie enthielt, nun Form annehmen. Zur Zeit des alten Mondes finden wir gleichfalls die Sonnenkräfte, die in einer bestimmten Epoche in einem außerhalb dieses Mondes befindlichen Gestirn konzentriert sind. Der Mond drehte sich um diese alte Sonne, und zwar so, dass er ihr immer die gleiche Seite zuwandte, wie ja heute auch zur Erde. Die Mondrotation um die Erde ist eine Fortsetzung dieser Bewegung, wie sie einstmals um die alte Sonne vollführt wurde. Diese beiden Gestirne verbanden sich am Anfang und am Ende dieser kosmischen Periode auf dieselbe Weise, wie sich die Erde, der Mond und die Sonne am Anfang der Erdperiode miteinander verbanden und sich am Ende wiederum vereinigen werden. Niemals hätte die Wirksamkeit,
dieser beiden alten Gestirne in der Evolution zutage treten können, wenn sie nicht nach der Trennung ihre Kräfte umgeschmolzen hätte. Was der Mond entwickelt hat, während er außerhalb der Sonne war, das sind die Kräfte, die es erlaubten, dass später ein dritter Körper erschien. Denn während dieser Trennung konnte der Mensch das in sich entwickeln, was dazu führen sollte, dass er physische Gestalt annahm und auf Erden ein Gegenstandsbewusstsein, das Wachbewusstsein auszubilden vermochte. Die Periode, die dieser Mondenentwicklung vorausging, heißt die Sonnenentwicklung. Bis zu diesem Punkt der Entwicklung gibt es nämlich ausschließlich reines Sonnenleben. Die Geheimwissenschaft sieht in der Sonne einen Fixstern, der vormals ein Planet war, ebenso wie sie in der Erde einen Planeten sieht, der dazu bestimmt ist, künftig die Sonne eines Weltensystems zu werden. Während der Sonnenentwicklung hat der Mensch nur ein Bewusstsein ähnlich dem traumlosen Schlaf. Der Sonnenperiode ging noch ein anderer Zustand voraus. Die Sonne war noch selbst kein Planet. Der Mensch kannte hier nur ein tiefes Trance- oder tiefes Schlafbewusstsein. Er war noch nicht das Lichtgeschöpf, das er auf der alten Sonne werden sollte. Er vibrierte einfach als ein Ton in der reinen Harmonie dieser Saturnperiode, mit der im Übrigen der heutige Saturn ja nichts zu tun hat. Nach unserer Erdperiode mit dem wachen physischen Bewusstsein wird ein fünfter Zustand anbrechen, ein imaginatives Astralbewusstsein im Verlauf einer Erdenentwicklung, die man die Jupiterentwicklung nennt. Dann wird die Venusentwicklung folgen, in der bewusst werden wird, was heute der unbewusste Tiefschlaf ist. Endlich folgt die Vulkanentwicklung, die dem höchsten Bewusstseinszustand entspricht, den ein Eingeweihter erreichen kann. Aber die Beziehungen der Erde und der Planeten hören damit nicht auf. Unsere gegenwärtige Erdepoche lässt sich in zwei Abschnitte teilen. Im ersten hat sie sich herausgebildet, was bewirkt, dass unser Blut rot ist. Was ist es, das uns dieses rote Blut gegeben hat? Zur Zeit der Trennung, die sich zwischen der Erde und der Sonne vollzog, wurde der aus leicht flüssigen Substanzen bestehende Weltkörper von den gleichfalls flüssigen Strömungen des Planeten Mars durchzogen. Vor diesem Durchgang des Mars existierte keine Spur von Eisen auf der Erde. Das Eisen war das Resultat dieses Durchgangs. Alle Substanzen, die Eisen enthalten, wie unser Blut, unterliegen dem Einfluss des Mars. Mars hat die Substanz der Erde gefärbt und sein Einfluss hat das Erscheinen des roten Blutes ermöglicht. Aus diesem Grund nennt man die erste Hälfte, die Erdentwicklung, die Marsentwicklung. Das Eisen war zu jener Zeit eine flüssige Substanz. Erst in der Folgezeit sind die Metalle hart geworden. Das einzige Metall, das sich noch nicht verfestigt hat, ist ja das Quecksilber. Wird es einst fest sein, so wird die Seele des Menschen unabhängig vom physischen Körper geworden sein und die astrale Imagination wird zum Bewusstsein werden können. Dieses Geschehen ist gebunden an die Kräfte des Merkur.
welche die zweite Erdperiode beeinflussen, in dem Maße, als sie sich verdichten und verfestigen. Die Erde ist Mars und Merkur zugleich. Das haben die Eingeweihten in die Sprache einfließen lassen, indem sie die Tage der Woche mit den Namen der Planeten bezeichneten, die zu unserer Evolution gehören. Mars und Merkur haben ihren Platz zwischen Mond und Jupiter. Nun kommen wir zu dem angekündigten Erdinneren. Die physikalische Wissenschaft kennt lediglich erst die Erdrinde, die mineralische Schicht, die im Grunde nur eine dünne Haut auf der Oberfläche der Erde ist. In Wirklichkeit ist die Erde zusammengesetzt aus einer Folge konzentrischer Schichten, die wir jetzt beschreiben wollen. Erstens, die mineralische Schicht enthält die Metalle, deren Substanz sich im physischen Körper von allem dem befindet, was auf der Oberfläche lebt. Diese Schicht, die gleichsam eine Haut um das lebende Wesen Erde bildet, hat nur eine Stärke von einigen Meilen. Zweitens, die zweite Schicht versteht man nur, wenn man sich durchdringt zu der Idee einer Materie, die derjenigen, die wir kennen, entgegengesetzt ist. Es ist ein negatives Leben, der Gegensatz überhaupt zum Leben. Alles Leben erstirbt hier. Eine Pflanze, ein Tier, das man da hinein versenkte, würde unmittelbar vernichtet werden, aufgelöst in der Masse. Diese zweite, halbflüssige Umhüllung, welche die Erde umgibt, ist in Wahrheit ein Todesbezirk. Aber wir spüren ja auch etwas und man spürt irgendwie, dass da was Wahres dran sein kann. Drittens, die dritte Schicht ist ein Bezirk umgekehrten Bewusstseins. Jedes Leid erscheint hier als Freude. Jede Freude als Leid. Ihre Substanz aus Dämpfen bestehend verhält sich hinsichtlich unserer Gefühle in der gleichen negativen Art wie die zweite Schicht hinsichtlich des Lebens. Streichen wir diese Schichten in Gedanken, so finden wir die Erde wieder in dem Zustand, in dem sie war, bevor der Mond sich von ihr trennte. Kann man sich durch Konzentration bis zu einer bewussten astralen Vision erheben, so sieht man diese zwei Schichten in Tätigkeit. Die Zerstörung allen Lebens auf der zweiten, die Umwandlung der Gefühle auf der dritten Schicht. Viertens, der vierte Kreis heißt Wassererde, Seelenerde, Formerde. Er besitzt eine bemerkenswerte Eigentümlichkeit. Man stelle sich einen Würfel vor, der seiner Substanz nach umgekehrt erschiene, da wo diese Substanz war, wäre nun nichts, der durch den Würfel eingenommene Raum wäre leer, aber um ihn herum wäre diese Substanz, die substanzielle Form. Daher kommt dieser Name Formerde. Hier ist dieser Wirbel von Formen, anstatt eine negative Leere zu sein, eine positive Substanz. Das ist schon wirklich okkultes Wissen, da kommt man mit dem normalen Verstandesleben nicht mehr an. Fünftens, diese Schicht heißt Erde der Wachstumskräfte. Sie enthält die Ursprungsquelle des irdischen Lebens, eine Substanz,
knospender, reichlich sich vermehrender Energien. Sechstens, die sechste Schicht ist die Feuererde, eine Substanz, die aus purem Willen besteht. Element des Lebens, der Bewegung, ohne Unterlass durchzogen von Impulsen, von Leidenschaften, ein wahrhaftes Reservoir an Willenskräften. Würde man einen Druck auf diese Schicht ausüben, so würde sie Widerstand leisten und sich verteidigen. Sieht man in Gedanken von diesen drei neuen Schichten ab, so kommt man zu dem Zustand, in dem die Weltkugel sich befand, als Sonne, Mond und Erde zusammen noch einen Körper bildeten. Die folgenden Kreise sind nur der bewussten Beobachtung nicht nur des traumlosen Schlafes, sondern sogar des Tiefschlafs oder der Trance zugänglich. Also ich vermute, dass zum Beispiel Edgar Cayce, obwohl ich es nicht weiß, aber wir haben einen guten Kenner bei unseren Zuhörern, der das sicher weiß. Er hat nämlich alles von Edgar Cayce gelesen. Die können gern kommentieren. Und zwar, das ist der, also dieser Zustand dort, die folgenden Kreise sind nur der bewussten Beobachtung, nicht nur des traumlosen Schlafes, sondern sogar des Tiefschlafs oder der Trance zugänglich, womit ja Edgar Cayce seine unglaublich zurückgehenden Zugänge überhaupt möglich gemacht hat. Er hat es ja eigentlich nicht mit seinem Willen gemacht, sondern wahrscheinlich nur mit seiner hohen Reife, einer gewissen Einweihung, die er halt so durchlief. Auch auf der Ebene der Einweihung gibt es ja auch wieder unendlich viele Pfade. Siebentens, dieser Kreis ist jetzt der Spiegel der Erde. Ähnlich einem Prisma legt dieser Kreis jedes Ding, das sich darin spiegelt, und lässt das Gegenbild dazu erscheinen. Sieht man zum Beispiel durch einen Smaragd, erscheint dieser rot. Achtens, in diesem Kreis erscheint alles zerstückelt und bis ins Unendliche wiedererzeugt. Nimmt man zum Beispiel eine Pflanze oder einen Kristall und konzentriert sich auf diesen Kreis, so erscheint darin Pflanze und Kristall ins Unendliche vervielfacht. Da denken wir an die Fraktale. Neuntens, diese letzte Schicht besteht aus einer mit moralischer Aktivität ausgestatteten Substanz, also moralische Aktivität ausgestatteten Substanz, aber ihre Moralität ist entgegengesetzt derjenigen, die sich auf der Erde entfalten muss. Denn ihr Wesen, die mit ihr verbundene Gewalt, das ist die Trennung, die Zwietracht und der Hass. Hier in der dantischen Hölle befindet sich Kain, der Brudermörder. Diese Substanz ist entgegengesetzt allem, was unter Menschen gut und schön ist. Entgegengesetzt allem, was für den Menschen gut und schön ist. Die Bemühung der Menschheit zur Verbreitung der Brüderlichkeit auf der Erde vermindert in entsprechendem Maße die Macht dieser Sphäre. Es ist die Macht der Liebe, die in dem Grade, wie sie sich vergeistigen wird, sogar den Leib der Erde umbilden wird.
Diese neunte Schicht ist der substanzielle Ursprung von dem, was auf der Erde als schwarze Magie erscheint, das heißt als Magie, die auf den Egoismus begründet ist. Alle diese Schichten sind miteinander verbunden durch Strahlen, die den Mittelpunkt der Erde mit ihrer Oberfläche verbinden. Schade, dass Edgar Allan Poe nicht Rudolf Steiners Schriften gelesen hat. In der äußeren Schicht im Schoß der festen Erde finden sich in ziemlich großer Zahl gewisse unterirdische Räume, die mit der sechsten Schicht der Feuererde in Verbindung stehen. Dieses Element der Feuererde steht in enger Verwandtschaft mit dem menschlichen Willen. Sie ist es, die jene entsetzlichen Eruptionen hervorgebracht hat, die der lemurischen Epoche ein Ende bereitet haben. Die Kräfte, die den menschlichen Willen speisen, gingen zu dieser Zeit durch eine Krise, welche die Entfesselung jener Feuergewalt herausforderte, in welcher der lemurische Kontinent unterging. Im Laufe der Entwicklung senkte sich diese sechste Schicht immer mehr gegen den Erdmittelpunkt. Und aus diesem Grund wurden die vulkanischen Eruptionen weniger zahlreich. Aber sie finden immer noch statt unter der Einwirkung des menschlichen Willens, der magnetisch auf die Erdschicht wirkt und sie in Unordnung bringt, wenn er schlecht und irregeleitet ist. Gereinigt vom Egoismus kann der menschliche Wille im Gegenteil dieses Feuer besänftigen. Insbesondere die materialistischen Epochen sind begleitet und gefolgt von Erdkatastrophen, Erdbeben und so weiter. Eine stärkere Befolgung der fortschreitenden Entwicklung ist die einzige Alchemie, die nach und nach den Organismus und die Seele der Erde verwandeln könnte. Folgendes Beispiel zeigt die Relation zwischen dem menschlichen Willen und den Erdbewegungen. Bei den Menschen, die infolge von Erdbeben oder vulkanischen Eruptionen starben, kann man im Laufe ihrer folgenden Inkarnation ganz andere Eigenschaften beobachten. Sie bringen bei ihrer Geburt große spirituelle Veranlagungen mit, denn sie sind durch ihren Tod in Beziehung getreten zu einem Element, das ihnen das wahre Gesicht der Dinge und das Illusionäre eines bloß materiellen Lebens gezeigt hat. Man hat auch eine Beziehung beobachtet zwischen bestimmten Geburten und den Erdbeben- und Vulkankatastrophen. In Katastrophenzeiten inkarnieren sich gerne materialistische Seelen, die sich sympathisch angezogen fühlen durch die vulkanischen Phänomene wie durch die konvulsivischen Bewegungen der böswilligen Erdseele. Und ihrerseits können diese Geburten neue Katastrophen herbeiführen. Denn umgekehrt haben die schlimmen Seelen einen erregenden Einfluss auf das Erdfeuer. Die Entwicklung unseres Planeten ist eng verbunden mit der Entwicklung der menschlichen Kräfte und der Zivilisation. Hier sind wir nun am Ende dieses 16. Vortrags und wie wir sehen, hat unsere moralische Entwicklung als Mensch von uns allen einzeln, Tag für Tag, bis nachts und tags, eine ungeheure Wirkung auf das Ganze. Also wir dürfen da nie etwas unterschätzen, also unsere Gedanken, unsere Empfindungen, unsere Arbeit an uns selbst.
auch das, was wir jetzt zum Beispiel über die körperliche Ebene herausgeben im Moment. Alles hat, also zum Beispiel, wir leben mehr oder weniger jetzt schon fast von Rohkost. Und wenn Sie das machen, dann merken Sie, dass Sie viel durchlässiger werden oder dass Sie vieles leichter verstehen, dass Sie sich besser konzentrieren können, dass Sie vielleicht auch tiefere Meditation bekommen. Das ist auf jeden Fall die okkulte Entwicklung sehr fördert, sodass man sagen kann, es ist wirklich die Ernährung der okkulten Menschen. Denn sie ist die der lebendigen Kräfte, die wir aus den Pflanzen und der Planetenkräfte in uns aufnehmen. Und wir hüten uns davor, zu viel tote Nahrung aufzunehmen, die natürlich durch Erhitzung zustande kommt, ne? Und die Duftstoffe sind dann in der Luft, da wo es gut riecht, dann nach Essen. Die sind aber dann nicht in uns, die Biophotonen, ne? Die brauchen wir. Und alles hängt mit allem zusammen. Also ich freue mich, dass Sie so lange wieder durchgehalten haben. Aber Sie merken ja selbst, wie unglaublich wertvoll es ist, zumindest mal von diesem Wissen einmal berührt zu sein. Wie viel man davon jetzt mit seinem Intellekt versteht, ist dahingestellt, denn das sind schon Ebenen, da kommen wir nicht mehr mit dem Verstand hin. Dennoch, alles, was wir mal so an Gedankenkraft in uns aufgenommen hat, hat ja eben auch seine moralische Wirkung. In diesem Sinn möchte ich mich herzlich von Ihnen verabschieden und freue mich, wenn wir uns dann beim nächsten Vortrag wiedersehen. Auf Wiedersehen.